Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition. Sage der Flamme. Flüstern des Forstes. Kapitel 1. In einem kleinen Dorf. Weit erstreckten sich die Bäume. Eine schier endlose Landschaft des Laubes. Hoch am Himmel stand der Mond, spendete Licht und Schatten. Zwei wie eines. In der Ferne erstreckte sich eine Steppe, hinter ihr das leichte Licht des glühenden Vulkans. Eine vielfältige Welt, reich an jeder Natur, doch in ihrem Kern litt sie. Ein Schmerz, unverschuldet und doch zerstörerisch. Dieser Schmerz war auch, welcher den seltsamen Schatten durch den Himmel der Welt schickte, auf der Suche nach einem ganz bestimmten Ort, verborgen in den Tiefen der Bäume. Jahr um Jahr lebten die Bewohner dieser Welt in Frieden, nicht dem bewusst, was außerhalb ihrer kleinen eigenen Welt vor sich ging. Niemand von ihnen ahnte den Tod, welcher anheimfallen würde, alles zerstören würde. Nur wenige hatten etwas mitbekommen von dem düstersten Krieg. Wenige Auserwählte, vor allem jene, welche den seltsamen Schatten kannten. Doch nun, nach seiner größten Niederlage, nach dem Verlust seiner größten Macht, als die Hoffnung beinahe verloren schien, gab es noch einen letzten Funken der Hoffnung. Eine Prophezeiung der Materie, des Schicksals, eine Botschaft lange vergessen. Wenn die Zeit unvergangen wird, werden die 6 Splitter der Flamme den Sturz des Himmels verhindern und eine neue Ära einläuten. Endlich, in der Ferne, schienen kleine Funken durch die Baumwipfel zu dringen. Ein feuriges Licht erstrahlte. Vorsichtig landete der Schatten nahe dem Dorf, welches er hier vorfand, darauf bedacht, dass nicht jeder ihn sehen würde. Seine Person war bekannt, die Bewohner waren ihm freundlich gesinnt. Doch sein heutiges Erscheinen würde große Panik auslösen. Leise schlich er durchs Gebüsch, auf der Suche nach einem einzigen Pokémon. Sie musste hier irgendwo sein, er wusste es. Und wahrlich, ein einzelnes Vulnona patrouillierte in diesem Teil des Dorfes. Jedes andere Pokémon im tiefen Schlaf versunken. Jalia, ich bin es. Verwirrt blickte das Pokémon sich kurz um, bewusst, dass nach ihm gefragt wurde. Erst nach einem kurzen Moment der Verwirrung erblickte es die glühenden Augen des Schatten in der Dunkelheit. Du bist es. Warum schleichst du denn hier so rum? Du musst dich doch nicht verstecken. Wenn jemand aus dem Dorf von den Nachrichten erfährt, die ich bringe, dann wird es im Chaos enden. Ich mache es kurz, Terrus wartet schon auf mich. Aber wir haben das Licht gefunden. Die Hoffnung lebt. Schwach. Aber es ist noch nicht vorbei. Die Flamme muss ihre Bestimmung finden. Und Terrus wird seinen Teil dabei tun. Aber bis dahin musst du sie auf den Weg führen. Verständnislos folgte die Antwort. Die Flamme? Aber welche Flamme meinst du? Ich verstehe nicht. Wenige Tage noch, dann wirst du es verstehen. Ich wünsche dir das Beste. Bitte erledige deinen Teil, damit wir vielleicht leben können. Perplex erkannte Jalia, dass keine weiteren Fragen eine Wirkung hätten. Stattdessen wusste sie, sie musste vertrauen, so schwer es oft sein konnte in der Ungewissheit. Gut, ich werde tun, was ich kann. Aber was, wenn ich das Zeichen übersehe? Was genau muss ich tun? Du kannst es nicht verpassen. Und du wirst wissen, was zu tun ist, ich verspreche es dir. Nun muss ich aufbrechen. Hoffentlich wirst du eines Tages wieder von mir hören. Der Krieg wird in wenigen Jahrzehnten seinen Höhepunkt erreichen. Dann entscheidet sich unser Schicksal. Möge Terrus mit dir sein. Und ich schwöre beim Himmel, das wird er. Sprachlos hinterließ der Schatten die vertretende Vorsteherin des Dorfes. Warum hatte er sich an sie gewandt? Was hatten all seine Worte zu bedeuten? Ihre Gedanken wurden unterbrochen, als eine Tür ins Schloss fiel. Jalia, hast du mit jemandem gesprochen? Ein mächtiges Arkani stand nun neben dem Vulnona und blickte sie verwirrt an. Es ist nichts, Sakit. Ich hatte mir nur eingebildet, etwas gehört zu haben. Ein perplexer Blick folgte als Antwort. Sakit, das Arkani, war der stärkste Kämpfer des gesamten Dorfes. Berühmt und berüchtigt.
Doch noch wichtiger war er seit einem Jahr Ilias Partner, auch wenn die beiden in ihrer Beziehung oft genug Probleme hatten. Und auch dies könnte wieder ein Grund werden, die Vorsteherin wusste dies selber. Und doch, diese Worte waren eindeutig nur für sie bestimmt gewesen. Es musste einen Grund haben. Wenn du meinst, dann dreh deine Runde fertig und lass dich nicht nochmal ablenken. Ohne weitere Worte schwand das Akani wieder. Ilia wusste, irgendwo hatte er recht. Sie musste ihre Patrouille noch beenden. Auch wenn sie sich manchmal etwas mehr Fürsorge wünschte. Aber es würde ohnehin schwer genug werden, sich noch auf die Wache zu konzentrieren. Würde sie das Zeichen wirklich finden? Es wirkte alles so unklar. Komm, wach auf, Flamme. Heute ist unser großer Tag. Unsanft wurde das junge Vulpix aus dem Schlaf gerissen. Es war noch früh am Morgen. Die Sonne stand noch nicht einmal am Himmel. Und doch wusste auch er, es war tatsächlich bereits Zeit. Genau wie sein Bruder wurde Flamme heute 19. Ein Alter, scheinbar irrelevant, doch nicht für dieses kleine Walddorf. Zu seinem 19. Geburtstag legte jedes Pokémon des Dorfes eine Prüfung ab. Wer sie bestand, durfte sich wahrlich einen Krieger nennen. Das Training der jungen Mon endete an der Stelle, an welcher sie dies erreichten. Und Sol war fest entschlossen. Etwas bedämmert richtete sich das Vulpix auf und erblickte ein recht großes, stämmiges Fukano. Sein Bruder Sol. Mach schon, was glaubst du, wird Vater denken, wenn du zu Sonnenaufgang noch schläfst? Morgen kannst du wieder faul sein, aber heute wollen wir beide Krieger werden. Ich weiß. Aber wir haben doch noch fast 2 Stunden, oder nicht? Ja, also höchste Zeit. Du willst doch hellwach sein, wenn die Zeit gekommen ist. Zwar war sich Flamme sehr sicher, dass er wacher wäre, wenn er noch eine Stunde hätte schlafen können. Aber nun war es sowieso egal, wach war er ohnehin. Dementsprechend richtete er sich auf und, nachdem er sich kurz streckte, ging in den Raum, der wohl einer Küche am nächsten kam. Es war allerdings nicht wirklich eine solche. Alleine der Schrank mit verschiedenen Schalen und anderen Gefäßen deutete auf eine Küche hin. Sonst füllten Sitzkissen den Raum, 4 an der Zahl, in jeder Himmelsrichtung einer Feuerstelle eines. Die Feuerstelle war auch nicht, wie man es aus einem menschlichen Haus gewohnt ist, sondern ein wahrlich begrenztes Lagerfeuer auf einem Fleck Steinboden. Ein riskantes Unterfangen in einem Haus, das zu großen Teilen aus Holz bestand. Jedoch war es Teil der Stammestradition. Trotz der Forstlage waren die meisten Dorfbewohner Feuer-Pokémon, die Nähe zum Feuer als eine Art heilige Gabe sahen. Zudem waren wertvolle Gegenstände immer sicher gelagert. Den Bewohnern würde ein Feuer wenig schaden. Aber dies waren alles nur Sicherheitsmaßnahmen, denn nie begann wahrlich ein Brand in einem Dorf, welches das Feuer so lebte. Am Feuer saß bereits ein Vulnona, den Blick zu den beiden Neuankömmlingen, zu ihren Söhnen gerichtet. Auf 2 der Sitzkissen standen kleine Schüsseln, befüllt mit einer eigenartigen Masse. Guten Morgen, Flamme. Und, fühlst du dich bereit für deine Prüfung? Ja, ich bin mir sicher, wir beide schaffen das. Eine neue Stimme ertönte, sofort etwas erwidernd. Das hoffe ich auch. Immerhin seid ihr beiden meine Söhne, es wird von euch erwartet. Ein stämmiges Akani trat in den Raum, um die Familie zu vervollständigen. Lass doch sowas sein, Sakit. Wenn du ihn so viel Druck machst, dann sorgst du noch selber dafür, dass etwas schief geht. Ein harter Blick folgte. Nur weil dir so etwas passiert ist, darf es noch ärgerlich meinen Söhnen passieren. Die Monster warten, dass ihr euch gut macht. Zwar waren die Worte grob, doch es war nichts, was Flamme und Sol nicht gewohnt waren. Stattdessen wandte sich ihr Fokus. Du hast damals die Prüfung nicht bestanden, Mama, aber du bist doch eine Kriegerin. Ilia wandte sich an ihren ältesten Sohn. Zwar war er nur etwa eine Viertelstunde älter, jedoch reichte ihm das, um diesen Titel zu behalten. Nun ja, hin und wieder kommt es vor, dass Pokémon ihre Prüfung nicht bestehen. Es gibt verschiedene Konsequenzen, vor allem je nachdem, weshalb es geschieht. Bei mir lag es allein an der Nervosität. Ich hatte eigentlich das nötige Wissen und Geschick, aber ich habe mir selber zu viel Druck gemacht und mich deswegen vertan. Dafür hat sich meine Ausbildung 2 Wochen verlängert und dann habe ich bestanden. Es gibt aber auch ganz andere Fälle. Am Ende wird für jeden Einzelnen entschieden.
Aber grob hat der erste Vorsteher diese Grundsätze festgelegt. Wer aus Gründen scheitert wie eure Mutter, bekommt nach 2 Wochen eine neue Chance. Ein Pokémon, welches aufgrund mangelndem Wissens oder Talent scheitert, wird zwischen 1 und 3 Monaten weiter ausgebildet, bevor es noch einen Versuch erhält. Und ganz extreme Fälle, die aus schlichter Faul oder Torheit scheitern, da sie sich bewusst ablenken lassen, schlicht nicht aufbrechen oder versuchen zu betrügen, können große Strafen erhalten bis zur Verbannung. Ihre Ignoranz ist eine Verhöhnung des großen Terrors und unserer Ahn. Aber für euch muss die Prüfung ein einfaches sein. Ich brauchte damals nicht die Hälfte der gegebenen Zeit. Ihr sollt mir nicht nachstehen. Bestehen sollte das Mindeste sein. Genervt wandte sich Ilya von ihrem Partner ab. Hört nicht auf ihn. Ihr schafft das, da bin ich mir sicher. Und selbst wenn nicht, dann wäre es in Ordnung. Ja, ich verstehe den Wink. Aber wenn einer von euch gegen die Regeln verstößt, werde ich mir keine Ausreden anhören, klar? Ist schon klar, das hatten wir sowieso nicht vor. Sakit antwortete nur noch mit einem kurzen Nicken, bevor er den Raum verließ. Der Rest der Familie blieb zurück. Die beiden Prüflinge mit einem kurzen Frühstück. Als beide fertig waren, durchbrach ihre Mutter die Stille wieder. Wenn ihr soweit seid, dann macht euch am besten fertig. Je früher ihr bereit seid, desto besser. Und ihr kennt alle eure Techniken, oder? Macht dir keine Gedanken, wir sind so bereit, wie wir es nur sein können. Wenn das so ist. Das Vulnona erhob sich. Dann kommt mit. Wir versammeln uns auf dem Dorfplatz, wie immer, wenn eine Prüfung ansteht. Gemeinsam traten die drei Pokémon hinaus aus ihrer Hütte. Ein großer Kreis aus Häusern umkreiste eine große Fläche, durchbrochen von einem kleinen Bach, über welchen eine Holzbrücke lief. Dies war das Zentrum des kleinen Dorfes, auf welchem alle Versammlungen stattfanden. Noch war es recht dunkel, nur einige Fackeln erhellten diesen Ort. Abgesehen von den Dreien und Sakit befanden sich noch recht wenige Pokémon hier. Noch war etwas Zeit, bevor die Prüfungszeremonie begann. Das Dorf wirkte ruhig, so wie meistens. Es gab keine anderen Pokémon oder gar Stämme in der Nähe, welche diese Ruhe der Gemeinschaft stören könnten. Das nächste Dorf lag beinahe 3 Tagesreisen entfernt. Die einzige Situation, in welcher wahrlich Besuch kam, war, wenn dieses nahe Dorf jemanden mit Handelswaren schickte. Nach früher schwierigen Verhältnissen zwischen den beiden Gemeinschaften hatte sich nach dem letzten Wechsel der Dorfvorsteher im Wald ein Frieden erbringen können, gleichzeitig auch ein Handelsverhältnis. Für Flamme waren diese Beziehungen nach außen fremd. Er hatte sich nie wirklich damit beschäftigen müssen und sollte er nicht eines Tages Vorsteher werden, würde er es auch nie. Und das war auch gut so. Denn dies war es, was das kleine Dorf zu einem so angenehmen Ort machte. Hier lebte man ein ruhiges Leben, frei von Stress und Gefahr. Jeder hatte seine Aufgabe. Jeder hatte seinen Platz. In dieser Gesellschaft gab es keinen Grund für Neid und Hass. Stattdessen waren sie alle geeint, gemeinsam im Glauben an den Forstgott Terrus. Doch sie alle wussten nicht, dass ihre kleine geheime Welt in riesiger Gefahr schwebte. Und dass der Schlüssel zur Rettung in ihrer Mitte lag. Eine kleine Prüfung, wichtig für das Leben eines Einzelnen, stand bevor. Pokémon sammelten sich, nur der Vorsteher fehlte. Gute Laune, Optimismus und Spannung breiteten sich aus. Doch im Himmel brodelte unsichtbar Zerstörung. Ihr höchster Gott im Krieg gegen die Hölle. Doch nur die wenigsten ahnten die Wahrheit. Die Flamme musste erwachen. Die Zeit war gekommen. Ein letzter Schlag des Schicksals. Der Funke der Hoffnung gegen die ewige Dunkelheit. An diesem ach so unscheinbaren Tag würde es beginnen. Der Anfang vom Ende des großen Krieges. Die Sage der Flamme.